Hallo und herzlich willkommen zu Folge 77 meines Feed the Beast auf Teddy Let's Plays. In der letzten Aufnahme hatte ich versprochen, wir machen heute Braugezeuge, machen uns Tränke. Ich habe euch erklärt, wie man Turtles benutzt und ich mein kleines System hier aufgebastelt habe. Mir ist übrigens noch eingefallen, natürlich habe ich auch noch den Cyclic Assembler umgestellt und habe den besonders gemacht. Und zwar habe ich eine Logistics Fluid Satellite Pipe eingesetzt mit der ID 1. Meine Stimme wieder. Und das Ding hat weiterhin die Satellite ID 3 und weiterhin auch das Rezept für diese Buckets. Und zwar habe ich mir jetzt gesagt, 14 Platten ergeben eine 10k Coolant Cell, wenn du dazu auch noch mit einem Fluid Crafting Upgrade, das seht ihr, wenn ich mal Fluid eingebe. Wow, eine Menge Fehlermeldungen in meiner Konsole gerade. Mit dem Fluid Crafting Upgrade, das ist relativ einfach zu craften, wie ihr seht. Das macht ihr einfach rechtsklick da drauf und dann könnt ihr das einstellen. Dann stellt ihr hier unten die Satellite Pipe ein, ansonsten funktioniert das nämlich gar nicht. Wenn ihr die Satellite Pipe auf Off stellt, dann bleibt es einfach grau. Das heißt, ihr braucht eine Satellite Pipe vorher, bevor ihr überhaupt das auswählen könnt. Ihr braucht so eine Logistics Fluid Supplier. Und da habe ich ihm gesagt, okay, 14 Platten und in die Fluid Satellite 1 1000 Wasser geben die einen 10k Coolant Cell. Somit brauche ich also das Ding nicht mal an Wasser anschließen, sondern habe auch das per Logistic Pipes automatisiert. So, aber nun zurück zur eigentlichen Sache. Ich habe nochmals zwischen den Aufnahmen kurz einen Autonomous Activator eingesetzt. Der ist ähnlich aufgebaut wie der dort oben, der unsere Factorization Sachen füllt. Ich weiß gar nicht, der hier oder da. Da müsste der sein, oder? Irgendwo da. Auf jeden Fall halt unser Factorization Setup mit dem Wasser, das wir da haben, der das Teil dann halt füllt. Das könnte hier sein. Auch nicht, egal. Auf jeden Fall hat er das Teil erfüllt. Habe ich dann da auf die Richtung gemacht. Habe hier an der Seite orange und hier oben blau. Satellite ID 12. Und hier an der Seite habe ich mir gesagt, wenn du 12 Glass Bottles reinpackst, kriegst du Water Bottles raus. Ich weiß auch, dass der, wenn ihr die Water Bottles zu lange drin lasst, dass der die trinkt. Das weiß ich. Auch mit Sneaking oder Non-Sneaking ist vollkommen egal. Aber was ich außerdem weiß, ist, dass Logistic Pipes schneller ist als AI. Und somit die Water Bottles rauszieht, bevor da irgendwas passieren kann. Also, das ist kein Problem. Viel einfacher geht's bei Logistic Pipes. Yay! Die sind nämlich viel schneller. Sobald das die eine Water Bottle kommt, zieht er sie auch sofort raus und das heißt, er hat keine Chance, überhaupt anzufangen mit dem Trinken. Überhaupt anzufangen mit dem Trinken. Miep. Und falls er doch mal zu schnell sein sollte und doch mal so viele rein sind, dann mache ich halt ein Upgrade auf Crafting Mark 2 und dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Aber nun mache ich erstmal Braustände. Denn ich habe mal kurz in meiner Testwelt ausprobiert, wie einfach es doch eigentlich ist, Potions zum Autocraften zu bewegen. Und es ist wirklich nicht gerade schwer. Also, es ist wirklich eine schöne Sache, wie einfach das ist. Aber halt erstmal die Water Bottles, die wir dafür halt brauchen. Dann, ich hatte überlegt, das Ding hier hinzustellen. Dafür müsste ich auch mein Erzverdopplungssystem gesundheitlich wieder woanders hinstellen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also dachte ich, ich mache das eigentlich einfach hier dran. Ich jetzt hier nochmal ein Blatt mir bestelle. Oder sogar mehr. Weiß nicht, wie viele man braucht. Einmal da einpacke. So, dann kann ich das Ganze mich einfach hier an die Seite bauen. Nimmt dann nicht so viel Platz weg. Und zwar ist es wirklich sehr einfach, Brewing Stands zu automatisieren. Wir brauchen einfach nur uns einen Brewing Stand hinzustellen. So und so zum Beispiel. Dann machen wir an die Seite Crafting Pipes, also an die Seiten Crafting Pipes. Und obendrauf kommen die Satellite Pipes. Wenn das denn passen würde. Hey, jetzt ist sie da schon drauf. So. So müsst ihr das aufbauen. Dann können wir jetzt natürlich, weil wir jetzt ganz toll sind, können wir jetzt mit einem Blatt das Ganze dazwischen abschließen. Wir brauchen noch ein paar Stone Pipes, beziehungsweise genau zwei. Wir das Ding hinbauen und dann hier eine Verbindung und da eine Verbindung, zack, alles angeschlossen. So, einmal das Satellite ID 13, Satellite ID 14 und dann sollte das funktionieren. Der Grund, warum ich zwei Brewing Stands habe, ist der Nachteil an Logistic Pipes. Du kannst ihm nicht sagen, dass er eine Crafting-Operation zu Ende führen soll, bevor er die zweite macht. Deswegen zwei Brewing Stands, ansonsten würde er wahrscheinlich vielleicht
vielleicht aus Versehen mal Zucker früher reinpacken als Nether Wars und dann würde da nichts passieren, weil halt das ganze System kaputt wäre. Es ist wie bei den Induction-Smeltern, die ich ja schon mal gezeigt bzw. gesagt habe, das Problem, dass sie halt Gold und Silber eigentlich zusammenpacken sollen und Obsidian Dust und Lead und dann kommen Lead und Gold irgendwie an oder so und dann passiert dann natürlich nichts. Also das gleiche Problem wäre auch hier, deswegen habe ich das so gemacht. Und nun sage ich eben, wenn du dir 3 Water Bottles reinpackst, nicht 4, 3, 3, und das in die Setladder, die 13, dann bekommst du mit, nein, Netherwort und Wasser Bottles in die Setladder, die 13, dann bekommst du 3, egal, mir ist egal, 3 Ogwork Potions raus. Das dauert also eine Weile, bis die fertig sind. Ja, Vanilla Brewing Stands eben, die brauchen immer eine Weile, aber das sollte dann kein Problem sein, denn sie sind dann ja automatisiert. Ogwork Potion. Und dann sagen wir eben, das sind 3 Stück, die du dann da rausbekommst. Und dann 3 hier. Ach nee, vielleicht erst nochmal das Zucker dort hinten einspeichern und auch die Ogwork Potion ihm sagen, dass er die nutzen soll. Nämlich einmal in die Settler ID 14. Zucker. 3 Ogwork Potions an die Input-Seite. Bekommst du 3 Speed Potions raus, die wir dann auch brauchen. Das dauert auch so wunderbar lange. Jetzt könnte ich sogar noch, weil wir so gerade so nah dran sind, Tischke sind, noch die Coke-Offen automatisieren, wenn ich ganz geil wäre, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe einfach gerade Bock drauf. 1, 2, 3 bekommst du dann daraus. Perfekt. Und dann sollte das funktionieren. Jetzt brauchen wir nur noch zu sagen, was er wie zu machen hat. Und warum ist das jetzt nicht mehr angeschlossen? Verstehe ich jetzt nicht. Warum ist es sortiert? Wahrscheinlich ist die Default-Route voll. Das wäre meine Idee. Deswegen zieht das nicht raus. Warum ist die Default-Route voll? Ach du Scheiße. Sinnloser Kram wieder. Also warum auch immer ich 2 Shears habe. Ach ja, die waren ja... Die kommen bitte in die Tools-Kiste. Denn Shears sind Tools. Und der Scheiß hier, warum haben wir Diamant bekommen? Das ist ja richtig geil. Aber sinnlos, weil wir brauchen nicht. Brauchen wir nicht. Egal, packe ich einfach alles unten rein in unser... In unser allwissendes Filing Cabinet. Ich weiß trotzdem, warum wir dieses Mistding mit Zeug bekommen haben. Einmal da Zeug. Wahrscheinlich, weil das noch nicht enchanted war, deswegen wahrscheinlich. Weil hier nur enchantete Sachen reingehen. Aber eigentlich sollten das halt eigentlich auch, zumindest die komplette Kettenrüstung sollte dort reingehen. Diamantrüstung ist noch nicht wirklich häufig, deswegen sollte ich die auch nicht unbedingt einspeichern müssen. Ich tue es trotzdem mal. Zum Beispiel hier. Dass er im Notfall auch Diamantrüstung da reinschmeißt, warum auch immer wir Diamantrüstung bekommen. Aber ja, weiter. Die Eisenschaufel kann auch weg. Aber auch nicht. Und jetzt sollten wir eigentlich in der Lage sein. Ich wollte ja eigentlich nach oben gehen. Add zu drücken. Um unsere Logistics hat anzeigen zu lassen. Open. Und dann machen wir mal Folgendes. Wir suchen Speed. Nicht die Droge, sondern das Upgrade. Wir machen uns Kuchen. Ich könnte natürlich auch erst noch beibringen, wie er Flour herstellt, ne? Und das wäre effektiv, aber auch nicht so viel Wheat. Also Weizen. Nicht Barley Flour, sondern das richtige Flour. Das stellst du nämlich dann so her. Einfach ein Wheat ins Crafting-Feld, Import. Dann haben wir wieder Open, Diamantblöcke brauchen wir auch nicht mehr, dann sagen wir eben Cake stellst du so her, also Kuchen, Import das mit Wheat Flour und zuletzt sagen wir eben noch Open, dass das alles zusammen das
Speed-Upgrades ergibt. Sehr schön. Das sollte jetzt funktionieren. Wir sollten uns jetzt also eigentlich einfach nur Speed-Upgrades bestellen und er macht alles automatisch für uns. Das können wir gleich mal austesten. Ich hätte nämlich gerne ein paar Speed-Upgrades vor allem für das Ding. Sagen wir mal 20 Stück. Na, vielleicht sogar mehr. 15, 15, 25. 25 Speed-Upgrades. Speed. Machen wir uns davon gleich mal. 25 Stück. Full Speed. Dann wollen wir nochmal sehen, was alles passiert. Also, hier gehen die Nether Wards rein. 34 Stück. Hier kommt langsam das Wasser an, das jetzt aber wieder zurückgeschickt wird, weil es nicht geht. Hier sollte eigentlich bald der Zucker rankommen. Eigentlich. Ah, da kommt der Zucker. Muss der erstmal gecraftet werden. Und übrigens könnt ihr dann halt auch, wie ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, ihr könnt hier sehen, wie viel er noch machen muss. Und hier unsere Awkward Potions. Und ihr seht, hier sind ja wieder Water Bottles drin. Die Aqua Potions hat er sofort rausgezogen, hat die hier reingepackt und dort macht jetzt Sugar rein. Und jetzt zieht er sie wieder rüber und das macht er jetzt eine ganze Weile lang komplett automatisch und fertig. Hier zieht er ja auch automatisch die Water Bottles sofort wieder raus. Ihr seht es. Und er zieht sie auch immer sofort raus und wartet gar nicht erst, sondern er zieht sie sofort raus. Was natürlich sehr schön ist, deswegen kann er sie gar nicht erst trinken. Außerdem auch, weil er mit den Glass Bottles hier oben beschäftigt ist. Dann sollten wir jetzt nach und nach Kuchen und sonstiges Zeug bekommen. Denn Kuchen haben wir ihm ja auch noch beigebracht. Mal sehen, was er so zu Kuchen sagt. Und jetzt haben wir hier eine Glass Bottle liegen. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Ja, ja, ein Kuchen. Ach du Heiliger, sieht den Kuchen gar nicht aus. Oder er packt ihn rein, obwohl er noch nicht reingehört. Nicht mehr. Erstmal Speed Potions rein müssen. To-do, 14 Kuchen. Habe ich noch nicht gesagt. Oh, ich habe das Crafting Upgrade Dingens vergessen. Das Crafting Result Dingens Upgrade Gedöns. Upgrade, das ist nämlich das Crafting Byproduct Extraction Upgrade, das brauchen wir natürlich auch noch. So, unsere Buckets wieder rausholt. Natürlich ist wieder das Problem, dass er so 5 Milliarden Buckets gecraftet hat, aber dafür haben wir jetzt auf jeden Fall immer genug Buckets. Das ist auf jeden Fall jetzt klar. Normalerweise sollte man auch nicht so viel auf einmal autocraften. So, 3 Buckets bekommst du noch extra wieder raus. Leere Eimer wieder rausziehen. Jetzt haben wir eine verdammte Menge an Eimern. Natürlich gehören Eimer in die Toolskiste, mein Lieber. Deswegen musst du sie auch nicht unbedingt halt oben reinschmeißen. Oh Mist, die Default Route dient ja als Zwischenlager. Oje, oje. So langsam wird's voll. Warum baut man eine große Default Route? Ich nehme erstmal die Torches raus und die braucht hier niemand. Dann geht das zum Kuchen. So. Wir haben eine verdammte Menge Torches. Die muss ich eigentlich irgendwo anders zwischenlagern. Halt einfach in Tools, denn Tools ist bisher die Kiste, die mit weniger hat. Zumindest weniger braucht. Glass Bottles kann raus von die Default-Kiste, vielleicht braucht er davon auch noch eine. Und du Zombie Pigman, wo auch immer du bist, halt die Schnauze, sonst bist du gleich tot. Hm. Er mag mich nicht. Ich glaube, das Problem ist wirklich die Speed Potions, die so ewig brauchen.
Warum brauche ich so viel Glasbottles? Wo hat er die alle her? Noch wieder eine Glasbottle. Super toll. Keine Ahnung, was da dann noch alles hin war. 63 noch to do an Wasser? Okay, das hat bestimmt noch eine Menge zu tun. Da hätte ich doch nicht so viel auf einmal einbestellen tun sollen. Nicht so effektiv. Naja, egal. Zu spät. Hier weiß man uns erstmal 5 davon und packen sich hier rein. Jetzt sollte das Ding wesentlich schneller laufen. Ich bin gleich wieder da, wenn das Ding endlich fertig ist. Das dauert wohl noch eine ganze Weile. Bis später. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen gewartet und währenddessen ist mir was aufgefallen. Und zwar, ich hatte ja gesagt, die Logistic Pipes können nicht direkt aus ME-Chests lesen. Sie können zwar dort etwas reinpacken, sie erkennen es als Inventar an, aber sie können nichts daraus lesen. Und ich hatte ein Polymorphic Item Sync hier dran. Sehr sinnvoll, wenn es gar nicht lesen kann, dass da überhaupt etwas drin ist. Also habe ich das Polymorphic rausgeschmissen. Das bringt ja sowieso nichts. Das Thoric Aspect Sync funktioniert. Und habe stattdessen mir ein Chassis Mark 5 gecraftet, das höchstmögliche. Aus dem Chassis Mark 4 und einem Diamond Chipset. Und das Chassis Mark 4 sind auch nur ein Iron Chipset und Gold Chipset. Wesentlich billiger als ein Feed 3, wo man dafür irgendwie 4 Diamantblöcke und 4 Goldblöcke braucht oder so. Aber ja, auf jeden Fall dann noch 6 Item Sync Module. Und habe nach und nach dann alle Typen an Mana Beans, die wir haben, komplett dort reingespeichert. Jetzt haben wir alle Mana Bean Arten hier drin. 5,7 bräuchte ich an Item Sync Modulen, also 6 aufgerundet, und dann ist eins halt nicht ganz voll. Und ja, das sollte jetzt funktionieren. Habe ich schon ausprobiert, das funktioniert jetzt auch. Das heißt, die Mana Beans gehen jetzt endlich auch in die ME Chests. Rausziehen müssen wir sie ja nicht mehr, denn wir haben ja das Ding hier. Können wir ja manuell machen. Wenn wir nicht dran sterben, mal was manuell machen. Mod-based Item Sync funktioniert auch nicht. Habe ich schon ausprobiert, das geht nicht. Ist zu wenig Priorität im Gegensatz zu dem anderen Item Sync. Aber ja, auf jeden Fall, unsere Speed Potions sind endlich alle fertig. Unser Zeug hier ist gemacht. Und das Ding kann gerade mal 2 Speed-Upgrades ab, ansonsten wird unser Druck zu wenig. Also, jetzt seht ihr, wie die Current Air langsam aber sicher nach oben geht. Mit auch nur einem einzigen Upgrade mehr geht sie nach unten, und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass es insgesamt mehr produziert als verliert. Einen sogenannten Net Gain wollen wir ja. Aber dafür haben wir jetzt eine verdammte Menge an Speed-Upgrades in unseren Pressure Chamber Interfaces, nämlich jeweils 8. 8 und 7 müssten das sein unten. Ich mache noch mal eins der Vollständigkeit halber für dort, dann seht ihr auch noch mal, dann sollte es auch mal funktionieren, denn dieses Mal ist es halt so, yeah, geil, funktioniert auch mal. Und außerdem seht ihr auch, dass er anscheinend auch Potions noch irgendwie liegen hatte. Vielleicht sollte ich mir auf jeden Fall noch mal so einen Potion Teil noch mal, die halt nicht stacken. Naja, auf jeden Fall sollten die jetzt fertig werden und dann sollte das auch kein Problem mehr sein. Dann sollte ich das Speed-Upgrade auch relativ schnell bekommen. Denn das Einzige, was wirklich immer lange dauert, ist der scheiß Brewing Stand. Eine Speed Potion hat er ja noch sowieso drin. Und jetzt seht ihr, das Speed-Upgrade ist fertig. Und das kommt jetzt da unten rein. Denn wir brauchen nämlich noch ein bisschen mehr Zeug, um unsere PCBs endgültig fertig zu machen. Denn alleine die einfachen Empty-PCBs reichen nicht aus. Wir brauchen noch mehr Zeug. Und dafür brauchen wir Lightning und Squid-Band-Seeds. Sehen wir, wie viel haben wir davon? Machen wir mal 12. 12. Ja, 12 klingt gut. 12 Lightning und 12 Squid. Davon haben wir nicht mal 12.
Ja, sehr schön. Dann haben wir nicht mal 12. Super. Heißt, da muss ich erstmal eine Farm irgendwann mal für bauen. Aber es ist relativ schwer, dafür eine Farm zu bauen. Das ist das Problem. Warum ist da ein Sapling getroppt? Egal. So. Und unsere Squids, hier werden auch immer weniger, immer noch. Trotz der mehr Beleuchtung. Trotz der höheren Beleuchtung. Was auch immer. Whatever. Jedenfalls kann hier nochmal ein Squid planten. Zack. Und dann passt es wieder. Unsere Farben fahren schon auch gar nicht so schlecht zu laufen. Wir haben zumindest von jedem Teil 2 Stacks. Und das Ding hat uns bisher auch nicht mehr geschadet, wobei mir jetzt gerade auffällt, dass er hier irgendwie, warum auch immer, Meteoriten geschmissen hat. Ja, das sollte ich jetzt nicht tun. Mach die Checks da wieder hin. Keine Ahnung, warum er das jetzt gemacht hat, aber er hat's gemacht. Eigentlich haben wir doch unser Sigil of Lunar Tides, oder nicht? Machen wir uns mal schnell ein bisschen Dirt. Und machen es wieder zu. Dann will ich aber können auch mal weg. 2 Kobbel und das kann es weg. So, bei Zeiten werde ich auch nochmal eine Squid oder generell eine Farm dafür diese komischen Sapling-Dinger mal bauen müssen, also für diese Seeds oder so mal bauen müssen. Ein bisschen nervig, aber wohl wahrscheinlich nötig. Also, wir machen erstmal den Filter hier hinten wieder weg und sagen, der Filter ist Plastik. Und dann packen wir hier rein. Und jetzt seht und staunt. Das Teil ist ungefähr so schnell, wie der Hopper läuft. Oder sogar genauso schnell. Geil. Also bei 8 Stück ist er genauso schnell, wie der Hopper aufschießen kann. Und gleichzeitig sind auch die Tinkteile natürlich auch schon sofort fertig. Und sind ruckzuck wieder draußen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch Compressed Iron. Jetzt haben wir mehr als 17. Insgesamt nämlich 24. Nochmal 7 extra Eisen und dann nochmal einfach ein Stack. Wir können uns leisten, weil wir es uns wert sind. Schlechteste Werbung ever. Einmal das alles da rein. Viel Spaß dabei. Ich ändere den Filter auf Compressed. Yay. Jetzt sollte er ruckzuck alles Compressed Iron rausziehen. Aber ihr seht übrigens auch, das zieht eine Menge Druck, wenn wir das Ding durchgehend an und auf und zulachen lassen. Also, das dauert eine Weile. Das ist schon nicht ohne. Es ist auch schon eine gute Menge an Druck, die dadurch verloren geht. Nicht so viel, wie wenn ihr es kaputt macht. Aber wenn ihr so viele Speed-Upgrades drin habt, dann sollten wir schon entweder mehr Air-Compressors bauen oder uns dringend eine elektrische Quelle dafür bauen. Aber da arbeite ich ja gerade mehr oder weniger schon dran. Und dank Item Life Upgrade ist es jetzt vollkommen egal, wie lange wir brauchen, das alles da aufzuholen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass alle Maschinen gerade gleichzeitig laufen. Die hier, die gerade das Teil hier fertig macht. Oh ja, schon 14 anders haben wir PCBs. Und halt auch der Pressure Chamber, der auch noch laufen muss. Und das ist alles viel zu viel für das System. Das ist alles viel zu viel für dieses System. Kann ich hier mal einen Stack da reinschmeißen? Nö. Nee, sowieso nicht. Jetzt aber vielleicht. Nee, das brauchst du sowieso nicht. Das kannst du sowieso da wieder rausziehen. Ach nee, das dauert alles so ewig. Wenn wir nur einen einzigen popligen kleinen Air Compressor haben, der überhaupt nicht hinterherkommt hinter der ganzen Sache, die wir hier machen. Also würde ich sagen, beschäftigen wir uns jetzt mit etwas anderem.
Hey, wo ist der Koppel da hin? Der Koppel, die Koppel, die Koppel. Ist der hin? Er hat auch extra diesen wunderbar komplizierten Weg mit dem Cobblestone gewählt. Hm. Egal. Ja, also ihr seht, es ist eine wunderbare Menge Arbeit und eine wunderbare Menge an Überlastung, die ich hier gerade gemacht habe. Ja. Hm. Also wirklich schon geradezu grausam, wie viel Pressure wir hier verlieren, wie viel wir hier machen. Also es ist eine maßlose Überlastung unseres Systems, so kann man es vielleicht mal sagen. Eine maßlose Überlastung. Was ich eigentlich ursprünglich nur machen wollte, ist 6 Stück davon, 6 Stück davon. Jetzt kann ich auch schon 12 davon nehmen, also insgesamt 24. Und die sollen alle dazu zusammen. Und dann sollte da eigentlich etwas rauskommen, was wir brauchen, um PCBs herzustellen. Aber das dauert wohl noch eine Weile. Also werde ich mal wieder über die Episode hinweg, werde ich mal wieder warten und warten und warten. Gucken, ob ich noch ein, zwei kleine Sachen auf Camera machen kann. Und in der nächsten Episode wird dann hoffentlich die ganzen schlechten Sachen beenden und fertig sein, hoffentlich. Und dann sollte das alles kein Problem mehr sein. Hoffentlich. So ein Problem, kleiner Air-Compressor. Da sollte ich wirklich dringend was tun. Naja, das werden wir dann sehen. Für jetzt erstmal, na, würde ich sagen, es war eine mehr oder weniger erfolgreiche Episode, Folge, was auch immer. Wir haben jetzt Speed-Upgrades in Massen. Wir haben einen Spell, den wir schon ewig haben. Und alles funktioniert wieder, wie es soll. Das ist das Wichtigste. Auch wenn das immer noch viel zu langsam ist für das, was wir eigentlich vorhaben. Aber das interessiert ja sowieso niemanden. Der Druck da drin ist immer nur grottig. Vielleicht werde ich zwischen den Aufnahmen so nochmal einen Air-Compressor mehr oder so bauen. Oder einfach mal das Ding hier weniger belasten, indem ich die ganzen Sachen wieder rausnehme. Naja. Mal sehen. Noch eine ganz kurze Sache. Das werde ich jetzt wahrscheinlich dazwischen schneiden, bevor ich den ganzen Gelaber mache. Ganz wichtig natürlich, wir können Speed-Upgrades in unseren Air-Compressor packen. Das hätte ich vielleicht schon viel früher machen können. Wir nehmen also einfach mal so vielleicht ein oder zwei aus jedem raus. Und dann sollte das viel, 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 viel schneller gehen mit diesem wunderbaren Teil. Mal kurz klein machen. Mal zwei hier raus. Und einmal zwei hier hinten raus. Dann haben wir insgesamt schon wieder 6. Und das sollte sowas von extremst das Ding beschleunigen. Ja, schaut euch das mal an. So macht man das richtig. Guckt euch das an. Das ist serious business. Jetzt läuft alles wieder so, wie es soll. Also, ja. Das ist serious business. Hier viel schneller als es geht. Schaut euch das mal an. Hier, wie schnell das Ding jetzt produziert. Stopp. Das ist ein bisschen sehr schnell, würde ich sagen. Denn so schnell sind unsere Pressure Tubes gar nicht. Einfach mal eben in den roten Bereich gehauen, das Ding. Extremst, ey. Extrem. Übertrieben. Wie wär's mit 4? Das sollte reichen. Also 6 sind dann doch ein bisschen übertrieben. Ein bisschen aber nur. So. Compressed Iron, sobald das wieder fertig ist, wird er dann rausziehen. Na, egal. Also, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Wahrscheinlich hat das echte Ende weggekartet. Also, Speed Upgrades im Air Compressor helfen eindeutig extrem. Vor allem, wenn man unendlich viel Charcoal hat, dann hilft das echt eindeutig. Das Ding sollte jetzt bald schon wieder hoch genug sein, um alles zu bauen, was wir wollen. Also, das ist viel besser. Viel, viel besser. Bei 6 ist er einfach nur zu schnell. Also bei 6 ist er einfach nur so schnell, dass die Pressure Tubes den Druck, die Luft gar nicht schnell genug transportieren können über das ganze System, bevor das Teil soweit fertig ist. Also das ist der Grund, warum das so ist. Und das kann ich auch mehr von denen da reinschmeißen, weil jetzt auch das Ding schneller ist. Haben wir jetzt einen Verlust dann? Vielleicht jetzt genau gleich. Okay, auch gut. Auch nichts gegen.
Und das Teil sollte jetzt langsam aber sicher laufen. Sehr schön. Gut. Also, dann verabschiede ich mich jetzt von euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Videos da auf Tintypack, in dem ich euch dann zeige, wie wunderbar man PCBs herstellen kann. Vernünftige. Und dann zeige ich die Assembly Line und das ganze andere Zeug, was wir noch so machen können. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.